Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Zockbox Unboxing Folge. Ja, es ist schon wieder ein Monat vorbei und ich habe eine neue Box erhalten und wir schauen einfach mal zusammen rein, was alles drin ist. Kurz wie immer der Disclaimer vorweg, ich habe diese Box umsonst zugeschickt bekommen, um euch mal so ein bisschen zeigen, was da so ein bisschen da drin ist. Aber ich habe jetzt keine weiteren Verpflichtungen dazu. Also ich muss das jetzt nicht schönreden oder ähnliches. Das kurz vorweg, deswegen steht hier auch Werbung eingeblendet und wie immer hattet ihr die Möglichkeit, in den Kommentarfeldern mal ein paar Fragen an die beiden Besitzer zu stellen, um mal ein paar so Sachen zu klären. Und da sind auch wieder drei Stück zusammengekommen. Frage 1 war, kann man die aktuelle Systemauswahl bei dem laufenden Abo irgendwie abändern? Und die klare Antwort ist, jein. Irgendwie scheint das systematisch irgendwie verknüpft zu sein und daher ist so eine Änderung leider nicht so einfach möglich. Sie haben aber empfohlen, ganz einfach euer Abonnement zu kündigen und dann einfach ein neues reinzumachen und damit kann man das dann durchaus anpassen. Also das geht auch relativ unkompliziert und schnell. Dann war eine weitere Frage, ob Mega Drive Spiele auch ohne OVP ausgeliefert werden. Und da ist die Antwort ganz klar ja. Grundsätzlich könnt ihr euch als Faustregel nehmen, alle Systeme, die die Spiele auf einem Modul haben, die können auch ohne OVP kommen. Hier ist nur die einzige Ausnahme Nintendo DS, da ist natürlich immer alles dabei. Systeme, die CDs oder DVDs benutzen, da ist immer das Case auf jeden Fall dabei. Das könnt ihr euch so ein bisschen als Faustregel im Kopf behalten. Und die dritte Frage kam quasi von mir selbst, weil ihr habt es wahrscheinlich im letzten Video selber gesehen. Ich habe ja Super Nintendo, Game Gear und Game Boy mir als System ausgewählt. In der letzten Folge bekam ich allerdings kein Game Gear Spiel, sondern zwei Super Nintendo Spiele und da habe ich mal nach gefragt, hey, wie sieht's aus? Ich habe auch in den Kommentarfeldern gesehen, dass auch ein anderer quasi ein System doppelt hatte und dafür fehlte eins. Und auch da ist die Antwort, ja, das kann schon mal sein. Die versuchen natürlich immer so ein bisschen den besten Mix zu haben, aber wenn sie gerade spezifisches Passendes nicht gerade auf Lager haben, dann kann es auch schon mal sein, dass es zwei Spiele von einem System da drin gibt, obwohl jetzt zum Beispiel drei ausgewählt werden. Sie bemühen sich aber natürlich immer, die volle Auswahl irgendwie dazu beizulegen. Das waren die Fragen. Wie gesagt, wenn ihr auch Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Ich gebe sie dann fürs nächste Video weiter. Und ich bin schon gespannt, was da drin ist. Ich habe es wie immer natürlich auch schon aufgeschnitten. Ich habe aber noch nicht reingeguckt, was da alles drin ist. Wie immer natürlich schön in Papier eingepackt. Das mag ich ja sehr gerne. Und ich merke schon, hier ist auf jeden Fall irgendwo die Anleitung dabei. Und ich greife einfach mal rein und das müsste das mit der Anleitung sein. Ich gucke mal, was das jetzt genau ist. Ha! Das ist ein Katalog, nehme ich mal an, den sie dazu gepackt haben, was ziemlich cool ist. Und zwar Master System 2, die Spiele von 91, 92. Das scheint so ein allgemeiner Katalog zu sein, wo so ein bisschen die Spieleauswahl vom Master System präsentiert wird, original von Sega, auch schön nach Genres unterteilt. Ho, das ist auf jeden Fall mal ein cooles Goodie und dann gucke ich mal, was sonst so drin ist und dazu sind noch die drei Module drin. Also haben so ein kleines Goodie dazugelegt. Finde ich schön. Wenn ihr die Box auch abonniert habt, haut mal in die Kommentare da rein, ob es bei euch auch mal sowas dabei war. Also das hatte ich bisher nicht, aber es finde ich natürlich eine echt feine Sache. Und das dürfte das Gameboy-Spiel sein. Und es ist mal wieder ein hervorragender Zustand. Es ist Mr. Doe. Da habe ich auch sogar schon vor ein paar Monaten meinen Test zugemacht. Also ich sehe hier gerade mal auch, Modulzustand ist wirklich 1A wie immer. Also das zieht sich ja so ein bisschen durch die ganzen Unboxing-Folgen durch, dass die Zustände der Module im Regelfall ziemlich gut ist. Das habt ihr euch auch in den Kommentaren auch immer bestellt. Mr. Doe ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel und zwar ist es so eine Art Boulder-Dash-mäßiges Spiel, wo ihr einen Clown spielt und natürlich den Gegnern ausweichen müsst. Ihr müsst euch da Tunnel graben und damit natürlich auch die Gegner so ein bisschen ausschalten. Also im Prinzip ein schönes, nettes Action-Puzzle-Spiel. Ich persönlich bin jetzt nicht so unbedingt der große Fan von so Boulder-Dash-artigen Spielen, aber ist durchaus nicht verkehrt. Ich verlinke euch natürlich den Test, falls ihr euch mal einen genauen Eindruck haben wollt. Ganz ehrlich, obwohl ich den Test vor ein paar Wochen gemacht habe, oder Monaten, so genau ist mir das Spiel nicht im Kopf geblieben, was aber trotzdem ein gutes Spiel ist.
So, und das ist hier das Super Nintendo Spiel und es ist ein Klassiker, die Schlümpfe reisen um die Welt. Habe ich noch nicht, auch hier, ich gucke gerade mal kurz drüber, Zustand 1A, kann ich nicht meckern. Ja, die Schlümpfe-Spiele gab es ja so einige auf allen Systemen, die wurden ja auch überall hinportiert. Ne? Also der erste Schlumpfteil gab es auf dem Game Boy, Game Gear und so weiter. Und das ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, der zweite Teil, was natürlich so ein bisschen diese übliche Plattformer-Regel nimmt und natürlich ein bisschen aufpumpt. Und naja gut, die Thematik dürfte bei dem Titel bekannt sein, Reisen um die Welt. Ihr besucht natürlich verschiedene Länder und bereist die. Ich habe dann nur die Game Boy-Version im Kopf, die Super Nintendo-Version habe ich jetzt noch nicht gespielt, aber ich nehme an, die wird ähnlich sein. Ist halt ein grundsolider Plattformer, wo ihr absolut nichts falsch machen könnt. So ein bisschen mit den ersten Schlümpfe-Teilen habe ich ja so persönlich so ein bisschen Beef, weil ich so ein bisschen mich beim ersten Level aufgeregt habe. Da habe ich auf Shovo-Zeiten mal eines meiner ersten Quälzig-Folgen, die ich gemacht habe. Aber das Spiel ist auch ziemlich cool, wobei es auch nicht gerade leicht ist. Also man mag ja so denken, hey Schlümpfe, hey, das spielt man so ganz locker flockig durch. Aber nein, das ist wirklich nicht einfach, aber auch nicht super schwer. Und beim letzten Spiel, das fühlt sich wieder wie ein Game Gear Spiel an. Also wie gesagt, sogar mit Verpackung. Und ich sehe schon, ich will es noch kurz aufmachen. Es ist G-Lock. Das ist eins der sehr, sehr weit verbreiteten Spiele. Das ist so eine Art Flugzeugsimulation. Auf dem Game Gear natürlich, deswegen in diese Einführungsstriche, ist ganz solide umgesetzt worden. Ist, soweit ich das im Kopf habe, eins der ganz ersten Spiele. Habe ich auch leider schon in meiner Sammlung, aber der Zustand sieht ziemlich cool aus. Da muss ich mal gucken, ob es für mich jetzt ein Upgrade wäre oder nicht. Soweit ich weiß, ist es auch ein sehr, sehr günstiges Modul. Ich glaube, das kriegt man für 2-3 Euro. Zumindest ist das mein Stand vor 1-2 Jahren hinterhergeworfen. Ich schätze mal, deswegen haben sie als Goodie, als Entschädigung wahrscheinlich dann auch den Katalog mit dazu gepackt, womit ich dann absolut zufrieden bin, ehrlich gesagt. Ja, spielt sie natürlich Flugzeugsimulation auf ein Handheld aus den frühen 90ern, könnt ihr euch vorstellen. Ist natürlich aus der heutigen Zeit gnadenlos veraltet, aber trotzdem ein durchaus gutes Spiel. Und das war die Ausbeute. Ich bin durchaus zufrieden dieses Mal, muss ich sagen. Ist wieder ein ganz guter Mix mit Mr. Doe auf dem Gameboy. Auch ein sehr schönes Spiel. Auf der Super Nintendo Spiel, Schlümpfe Reisen um die Welt. Muss ich mal reinspielen, ob das wirklich so repräsentativ ist wie die Gameboy-Version. Durchaus alles sehr gute Spiele. Wie gesagt, ich bin zufrieden. Und wenn ihr für die nächste Folge noch ein paar Fragen habt, die ich dann weiterleite und euch dann wieder beantworte, ab in die Kommentare damit. Das wird dann auch das letzte Unboxing-Video sein, was ich denn in der Form so mache, weil wir hatten einen Deal. Sie schicken mir 6 Monate kostenlos die Box zu, damit ihr auch mal so ein bisschen seht, was jetzt so über die Monate alles da drin ist. Und deswegen wird es dann auch nächsten Monat das letzte sein. Ich hoffe, euch hatte auch allgemein diese Aktion mit den Unboxings gefallen. Ich hatte sehr viel meinen Spaß dran und ich fand es auch mal wirklich interessant zu schauen, was da alles so drin ist. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.